Einen wunderschönen guten Tag, meine Lieben. Ich bin heute unterwegs. Man sieht's, ich bin nicht in Thüringen unterwegs. Ich bin heute an der Mosel unterwegs. Habe hier unten ein kleines Quartier bezogen und möchte jetzt hier so die eine Wanderung durch die Weinberge machen. Und ich spekuliere so ein bisschen auf schöne Ausblicke, die man dann hier runter auf die Mosel hat. Hier irgendwo ist er, glaube ich, so ein bisschen zu sehen. Ja, das ist so mein Ziel. Ich möchte auch noch, also zum Ort, ich bin hier in Klotten, das ist hier, sieht man hier im Hintergrund, das ist der Ort Klotten an der Mosel. Und ich möchte jetzt, wie gesagt, diesen Weinberg hier hoch und so ein bisschen die Ausblicke erkunden und fotografieren. Und dann möchte ich von hier noch runter durch Kochen Ernst, kommt man nach Bremen. Und dort ist ja diese berühmte Moselschleife von Bremen. Die möchte ich auch heute noch mitnehmen. Aber man sieht hier im Himmel das Wetter. Die ganze Zeit hat es geregnet. Ich war gestern schon mal hier und habe mir ein bisschen so Location Scouting gemacht. Regen über Regen, Sturm. Mal gucken, was heute der Tag so bringt. Aber ich mache halt einfach mal das Video. Wenn es euch interessiert, bleibt einfach dran. Wie immer. Und viel Spaß mit dem Video. Ja, dann hier an meinem ersten Spot angekommen, bisschen schon erhöht über der Mosel. Ja, läuft der Fluss dann hier so schön durchs Bild, die Mosel. Hier hüben dann die Weinhänge. Ja, wir haben wenig Struktur im Himmel. So ab und zu blitzt mal die Sonne durch. Darauf spekuliere ich, dass dann so ein bisschen hier, so ein bisschen Licht hier in dem Weinhang ist. Jetzt kommt auch so langsam das Grün raus. Und ja, das soll mein erstes Foto hier sein. Ja, der erste Blick nach Cochem in die genau entgegengesetzte Richtung. Ich drehe euch mal wieder rum. Hier vorne schon eine schöne Bank. Und dann der erste gewaltige Ausblick hier. Hammer. Ja, vor mir geht es hier 200 Meter senkrecht hier nach unten. Aber absolut genialer Ausblick von hier. Ja, dann wieder hier ein schönes kleines Motiv entdeckt. Also dieser Winzer Touristikverband hat hier, oder Verein, wie sich das hier nennt, hat wirklich tolle Insektenhotel. Oder vor mir hier, ich drehe euch mal rum, mein nächstes Motiv. Das wäre hier dieses Fenster hier. Hier will ich durchfotografieren. Erkläre ich euch gleich. Uns mal hinbewegen. Also hier hat man so ein schönes Fenster hierher gebaut, wie man hier sieht. Und das möchte ich mir hier so mitnehmen, denn hier drin sieht man hier den Kirchturm von Klotten, hier die Mosel, unten ist sogar ein Schiff, sieht man das jetzt hier? Irgendwas ist der Kirchturm weg, so ungefähr wie hier, nur eben das Fenster komplett drauf. Und so möchte ich mir hier mein Bildchen machen und hier durchfotografieren. Viel Spaß mit dem Bildchen, meine Lieben.
Ja, wieder eine schöne Stelle angekommen. Wieder so eine Rastausruhstation. Und hier unten so ein schönes Blümchen entdeckt. Will ich euch mal kurz vorstellen. Das wäre dann hier dieses Blümchen. Das Bildchen, ja, das wächst so schön links raus. Und das möchte ich mir ebenfalls mal mitnehmen. Ich bin hier 24-105er Objektiv habe ich drauf und habe das ganze Teil jetzt mal mit Blende 8 auf 105 mm fotografiert. Bild blende ich ein. Ja, hier hinten zieht der nächste Schauer rein, man sieht es hier schon. Na gut, wie gesagt, wie immer, Landschaftsfotografie, man kann nicht alles haben. Ja, meine Lieben, in einer wunderschönen Hütte hier angekommen. Hier kann man schön entspannen, hier kann man den Regen, die Regenschauer aushalten. Hier ist alles drin, was sich das Herz begehrt. Ich stelle euch das Teil, das ist wirklich sehenswert, stelle ich euch mal von hier drin vor. Also mit viel Liebe, viel Mühe zum Detail hier alles eingerichtet. Hier haben sie auch so ein altes Fenster mit Bildern von 1926, 1928, 1930 und 1900 im Winter. Das letzte hier unten ist von 1954. Wo die Mosel zugefroren ist, Schneefall, also im Schnee zugeschneit. Dann hier drin, also wirklich mit viel, viel, viel Liebe zum Detail, hat man hier diese Hütte hier eingerichtet. Da gehe ich nochmal auf die, auch hier die andere Seite, auch hier mit Landkarten. Wegeverlauf, über Klotten kleines, dann ein kleiner Zettel. Dann wundere ich, guckt euch mal das an hier. Diese Zettel hier, die sind noch alle unbeschädigt, rein weiß, kein Schmutz, kein Gekritzel, nichts drauf. Absoluter Wahnsinn hier. Kenne ich von uns ganz anders. Hier hätte man schon alles voll geschmiert. Die Bänke voller Dreck. Aber hier. Dreh mich mal rum. Aber hier schätzt man hier solche Objekte, die mit Herzblut angelegt worden sind und die ja der Allgemeinheit hier zugutekommen für den Wanderer, der sich immer wirklich entspannen kann und einen herrlichen Ausblick hier runter auf die Mosel genießen kann. Und man lässt das hier wirklich in Ruhe und verdreckt das Ganze nicht. Finde ich absolut super. Hier der Blick von hier oben. Es kommt sogar ein bisschen die Sonne raus, man sieht es hier unten. Also einfach genial hier zum Wandern. Es zieht sich natürlich hier von unten von Klotten schön stramm den Berg hier hoch. Aber das Ganze hier ist natürlich super Wanderwetter. Ja, auch zum Fotografieren, man braucht nicht immer hier blauen Himmel, weiße Wölkchen. Auch hier kriegt man sehr, sehr schöne Motive zusammen. Bis zur nächsten Aussicht. Ja, zum nächsten Ausblick, zum nächsten Spot. Auch wieder mit einer herrlichen Bank hier.
wieder der Ausblick nach Cochem. Das, was man hier unten sieht und im Hintergrund, das ist Cochem. Und ich möchte mir ein Bildchen mitnehmen hier von diesem Fels hier. So ungefähr soll mein Bildausschnitt sein. Vordergrund hier der Fels, dann die Mosel und unten dieser Cochem mit drin. Und so ein bisschen schön strukturierter Himmel. Das soll mein nächstes Motivchen sein. Und ich bin hier heute irgendwie verpeilt heute. Also Canon R dabei, das 24 bis 105 habe ich bis jetzt. Die ganzen Fotos entstehen hier mit 24, 105. Mehr braucht man eigentlich nicht. Gut, wer einen super Weitwinkel hat, 15 bis 30, kann man hier ebenfalls tolle Fotos machen. Aber jetzt erstmal viel Spaß mit dem Bildchen von hier oben. Absolut, bin begeistert hier. Ganz, 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 ganz tolle Aussichten. Ja, mein nächstes Motiv wieder angekommen. Strömender Regen jetzt. Nur gut, dass man sich hier immer unterstellen kann an solchen Labehäuschen. Ich drehe das Ganze mal rum. Ja, dann mal vorne zum Aussichtspunkt. Wieder genialer Blick über die Mosel, über Cochem, aber leider im Regen. Ja, mein Bildausschnitt ist dann wie hier wieder. Hier unten so ein bisschen schön das Gewächs drin. Die Mosel so ein bisschen verdeckt, dann wird sie frei. Hintergrund Cochem. Hier ziehen die Schauer durch, man sieht es ja hier drin. Im Regen, das von dieser Stelle hier jetzt erstmal mein letztes Motiv. Ja, dann packe ich hier mal zusammen. Man sieht es ja, also das Wetter ist natürlich top. Wirklich ganz große Klasse hier. Wie gesagt, muss nicht immer blau sein. Macht richtig Spaß hier hausen. Richtige Wanderwetter. Die Natur genial. Aber von hier, ja, das sind hier diese Ausblicke, die man hier hat. Dann würde es hier drüben weiter, hier drinnen weitergehen. Aber dort sind keine Ausblicke mehr. Man läuft dann hier zum Tierpark Klotten. Dann geht es hinten runter nach Cochem, das erspare ich mir. Deshalb jetzt hier Ende im Gelände und ich werde jetzt mal zur Moselschleife nach Brehm fahren und mal gucken, was mich dann dort erwartet. 13 Uhr sollte eigentlich Sonnenschein oder was heißt Sonnenschein, der Himmel aufreißen und das Wetter ein bisschen besser werden. Ja, schauen wir mal, ob das auch den Tatsachen entspricht. Wenn nicht, knipse ich eben bei dem Wetter hier weiter. Auch nicht schlimm. Wir sehen uns. So, meine Lieben, am Aussichtspunkt Brehm an der Moselschleife angekommen. Ich drehe euch mal rum. Ah, so sieht das hier oben aus. Aber wieder Regen. Das Sprichwort heißt ja, Regen bringt Segen. Ja, mein Bildchen soll dann wie hier aussehen. Schade, dass das hier von hier oben von diesem Hang abgedeckt ist und mir das nicht komplett hier unten drauf kriegt. Das wäre natürlich der absolute Traum. Aber wie immer, man kann nicht alles haben. Ich bin schon mal zufrieden, dass ich das Bild hier
ja, mitnehmen kann. Auch hier hinten ist dann so mal so ein bisschen Sonne hier hinten drin. Und hier zieht wieder der Schauer durch. So, meine Lieben, das Wetter hat auch ein bisschen, ja, man sieht es ein bisschen aufgerissen, der Regen ist vorbei. Und ich probiere jetzt auch mal eine Langzeitbelichtung hier. Drehe euch mal wieder dann auf die Kamera. Ja, Bildausschnitt wie gehabt, von vorhin. Hier wieder runter auf die Moselschleife. Also ich bin jetzt wieder Canon R 2405, hab hier meinen 15 Stoppfilter hier drauf und bin hier bei einer Minute Belichtungszeit, dann würde das Foto wie hier aussehen. Unten ist es natürlich jetzt unterbelichtet, damit man den Himmel nicht überbelichtet und vor allem dieses wechselnde Licht, das dann hier drin ist, muss man aufpassen, dass man das Ganze hier drin nicht überbelichtet. Weil wenn man jetzt zu lang hier einstellt, die Belichtungszeit, und die Sonne kommt wieder durch, brennt sofort das ganze Wasser und alles aus. Deshalb eben wie hier auf den Himmel belichtet. Und das da unter, also unten, das kann ich mir dann wieder die Tiefen in Photoshop dann wieder hochziehen. Ja, ich blende euch das Foto, blende ich euch mal ein. Ja, meine Lieben, das war's von der Mosel, mein Fotoausflug, mein Fotowalk im Regen an der verträumten romantischen Mosel. Ich bin trotzdem zufrieden mit meinen Aufnahmen, die ich hier gemacht habe. Trotz dieses Wetters kann man, nehme ich mal an, trotzdem schöne Fotos machen. Mal gucken, wie die dann wieder auf den Rechner kommen. Bin ich wieder selbst gespannt. Ich würde sagen, viel Spaß mit dem Video, viel Spaß mit den Bildern. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Würde mich freuen, wenn er mich wieder begleitet. Grüße nicht aus Thüringen, sondern ich bin hier in Rheinland-Pfalz an der Mosel. Ciao, ciao, euer Frankie.